Nach dem Osterfest im Unterricht ruhen sich die Hasenkinder aus und sprechen nicht. Die Hasenkinder es heut nicht versäumen, müssen sie doch nach dem Osterfest ihr Klassenzimmer noch zusammenräumen. Hat doch der Osterhase ein paar bemalte Eier da vergessen, diese können jetzt die Hasenkinder mit dem Lehrer eben essen. Bei den unbemalten Eiern bedauern es die Hasen sehr, waren doch die Farben leer. Und die Eier werden wieder zurückgebracht, was dann der Hasenlehrer macht. Vor dem Osterfest hatten die Hasen sehr viel zu tun, jetzt können sie sich von der ganzen Arbeit erst einmal ausruhen. Wenn man da mal nicht vergisst, dass nur einmal im Jahr Ostern ist, haben jetzt die Hasen wieder frei und bemalen erst einmal ein Jahr lang mehr kein Ei. War doch das Osterfest sehr schön, konnte man da doch die ganzen bunten Ostereier sehen. Woran so mancher Hase denkt, wurden doch die ganzen Ostereier zum Osterfest verschenkt. Der Lehrer gibt den Hasen kund, so ein buntes Ei schmeckt sehr gut und ist gesund. Die Schale von dem Ei ist hart, innen drin ist das Ei zart. Wenn die Hasen jetzt die Zeit so nützen und die Eier nach und nach verputzen. So mancher Hase ist jetzt satt, wenn er morgen Ferien hat. Ist dann die Schule aus, gehen die Hasenkinder wieder nach Haus und bauen in den Ferien Möhren an, wovon ein jeder Hase besser hören und auch sehen kann. Denn wie man schon vermuten tut, schmecken den Hasen die Möhren halt besonders gut. Auch in der Schule haben die Hasen Möhren mitgebracht, was die Hasen glücklich macht, wenn sich die Hasenkinder jetzt besinnen und die großen Ferien beginnen.